einen hörst zurzeit auf jeden Fall. Wen denn? Das ist gerade so der Eliub. Dillo habe ich gehört. Dillo. Da holen wir auf jeden Fall mal rein. Dillo! Dillo! Ja, Freunde, viel Spaß mit dem Mo Phoenix Interview. TV Straßen Sound is powered by Effect Energy. Dillo! Dillo! Das hat dann wirklich so wie einen kurdischen Song angehört. Dillo, ja, das ist Dillo, das ist unser kurdischer Bram. Wie geht's? Salam, Habibi, alles fit? Bei dir? Alhamdulillah, bei dir, alles super, danke schön. Alles gut? Alles top. Bitte sitzen. Sitzen. Ciao, ey, warte. Wallah, Alhamdulillah, Spaß. Auf den heißen Stuhl auf jeden Fall. Auf den mittleren Stuhl. Auf den wackeligen. Ich hab mich schnell beeilt gerade. Dillo, du drehst heute ein Musikvideo hier. Zu welchem Song? Ich drehe zu meinem dritten Video, das sind drei Teile. Mhm. Der dritte Song, der hier gedreht wird, ist Baby Girl. Mhm. Das sind aber zwei Songs in einem Video. Also es cuttet sich und dann ändert sich der Beat, weißt du? Ja. Yeah. Und der Song heißt Baby Girl und das wird das dritte Musikvideo, was rauskommen wird. Stark auf jeden Fall. In welcher Connection stehst du zu Mo? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war echt spontan. Es war auf live. Also ich hab nochmal drei verloren. Also auch TikTok live, oder was? Ja, ich war auf TikTok live. Guck mal, was sich alles entwickeln kann. Bruder, du weißt gar nicht, wie das passiert ist. Und ich war mit ihm, also ich bin mit ihm irgendwie connected worden durch eine Freundin. Wir sind dann zu dritt live gewesen. Und dann meinte sie so, ey, der macht auch Musik und so. Dann hat er gesagt, zeig mal was. Und dann habe ich ihm erstmal was gezeigt, meinte er, geil. Und dann hat er einen Song von sich angemacht. Nur eine Hook. So eine Hook. Und da war ein Part frei. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich schick dir das jetzt im Live. Hat er mir das geschickt? Wir haben irgendwie, wir haben das gemacht. Der hat irgendwie seine E-Mail gegeben. Nein, ich habe meine E-Mail-Adresse, genau, meine E-Mail-Adresse auf meinem Rechner, habe ich reingezogen und die weggeschickt direkt. Genau. Und dann war es direkt bei mir, ich habe es direkt auf meinen Laptop gezogen, mitten im Live, habe das angemacht und habe einfach einen Part von mir gekickt. Und dann hat sich das so geil angehört, hat er zu mir gesagt, Bro, lass zusammen so den Song machen. Also der steht fix. Hat dann den zweiten Part gemacht. Okay, genau. Stark. So, dann haben wir den fix gemacht, dies, das. Und dann war ich irgendwann hier, habe ich ihn besucht. Super Mensch, so dies, das. Waren wir erstmal cool miteinander und später kam das dann zum Gespräch, so wegen Management, dies, das. Mhm. Ja, und ich habe mich hier wohlgefühlt. Stark, auf jeden Fall. Aus welcher Ecke kommst du? Aus Düren. Oh, Düren City. Düren City. Stark, auf jeden Fall. Ja. Ey, was für eine Art von Musik machst du? Singst du, rappst du? Für Leute, die noch nie was von dir gehört haben. Also es ist schon eher so ein neuer Style, so sagen wir mal. Es ist, ich bin vielfältig. Im Winter komme ich eher gerne deep. Im Sommer versuche ich, good Vibes zu bringen. Aber im guten Ganzen versuche ich immer Good Vibes zu bringen. Also er funktioniert gut auf diesen Uptempo-Sachen, aber auch trappige Sachen fühlt er auch sehr. Ne? Ich habe nur das Gefühl, dass er sich in diesem Uptempo-Gewässer einfach ein bisschen besser auskennt, weil das einfach auch so aktuell der Zeitgeist ist, seine Zeit ist, er direkt da mit reinwächst und es auch dementsprechend perfekt umsetzt. Was hast du in seiner Musik gesehen, als du es gehört hast? Pure Unterhaltung. Unterhaltung einfach so. Ja. Weil er ist halt so jemand, der... ich würde jetzt nicht sagen, Dillo ist der Lyriker. Mhm. Er hat sehr nice Lines, sehr coole Aussagen, aber der ist kein, du weißt, was ich meine, ne? Kein Battle-Rapper oder Kolle oder so diese harten Lyriker, sondern er hat viel mehr auf Entertainment und Aussage. Und das ist das Witzige an ihm, verstehst du? So diese ausländischen Begriffe, hin und wieder mal ausländische Sätze mit rein, die sich dann auf Deutsch reimen, aber coole Reime, Doppelreime, Triple-Reime. Also er weiß schon, was er da tut. Ne? Und ich glaube, dass das Gesamtbild einfach bei Dillo geil ist, so, weil diese Unterhaltung halt auch. Ich versuche immer, den Vibe zu catchen. Genau. Ja. Was waren bei dir so die Beginne in der Musik? Lass uns jetzt kein komplettes Interview machen, das machen wir dann am besten so zum großen Projekt sehr von gerne, dir. Sehr gerne. Aber jetzt so als Introducing. Also angefangen habe ich vor 6 Jahren circa. Da wusste ich noch nicht genau, was ich machen soll. Da fing es an mit den ganzen Insta-Parts, wo die ganzen Leute noch auf Instagram ihre Parts gepostet haben. Und dann habe ich Rap-Tags gesehen von Chapter One. Hab da mitgemacht, war auch im Finale. Na, stark. Und dann, welches Jahr war das? Boah, das war oder 2019. OG Lok? Nee, der davor, Ray Moura hieß der. Okay. Ray Moura hieß der und dann fing es dann halt so an und dann habe ich angefangen irgendwann mit TikTok, dann ging meine Reichweite dort hoch und dann habe ich noch bei Farid Bang sein Insta-Talent mitgemacht, da habe ich auch noch ein paar Leute kennengelernt, war ich auch gut dabei. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, da habe ich meine ersten Videos gedreht, Connections aufgebaut. Unsere Jungs aus unserer Stadt kennen auch viele Leute, die haben auch mir ein bisschen geholfen dabei noch. Für mich war sehr wichtig, dass er weiß, was er will. Weil bei den Künstlern davor, die wir hatten, die wussten ja vorher nichts. Wir mussten sie praktisch schmieden. So. Ja, schwierig. Bei ihm ist es so, und schmieden im Sinne von, du musst erstmal etwas finden, was denen gefällt.
im Nachhinein sagen sie zu dir, das hat nicht zu uns gepasst. Bei ihm ist es so, er weiß genau, was er will. Mhm. Und wenn man dann eine Session hat mit ihm und so Ideen in den Raum schmeißt, dann sind das Sachen, die man feiert, gemeinsam. Und nicht, ja, ich nehme das jetzt, weil du Mo Phoenix bist, sondern weil das auf einen Nenner ist, verstehst du so? Mhm. Und weil er selber weiß, wie er seine Videos, guck mal hier, der läuft hier die ganze Zeit schon rum und macht TikToks, hat Kamera mit, zieht sie auf. Ja, und das ist das, was ich von einem jungen Künstler erwarte auch, diese Selbstständigkeit. Ja, am Ende des Tages soll es beim Label nur darauf ankommen, ein gutes Wort oder fürs Management ein gutes Argument für den Künstler zu haben. Ja. Ne? Aber wo beginnt das gute Argument, wenn der Künstler selber schon ein Macher ist? Genau. Eigenantrieb, so ein wichtig. Sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Also an alle, die irgendwie, egal wie viel Talent ihr mit euch bringt, ne, wenn ihr nicht eine Silbe schreiben könnt, wenn ihr nicht eine Topline kreieren könnt, wenn ihr nicht einen Satz zu einem Konzept selbst erstellen könnt, dann seid ihr bei keinem Label herzlich willkommen. Ja, und das ist das Rapper. Einzige, was ihn ausmacht. Weil der legt mir die Songs hin und sagt, das will ich haben. Wie findest du? Ich sage, geil, das vielleicht nicht, nächste, aber sonst alles. So muss das für mich sein. Ja, ich war auch die letzten 6 Jahre die ganze Zeit selbstständig. Ich habe 400-500 Texte, wenn nicht sogar mehr geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann, ja, krass. Das ging halt immer so ein Flow. Manchmal habe ich in der Nacht 3 Songs geschrieben. Dann, es waren vielleicht nicht alle top, aber ich habe einfach immer weiter Gas gegeben. Genau. Und mittlerweile bin ich so, dass ich nicht mehr jede Nacht schreibe, aber wenn ich schreibe, weiß ich genau, was ich möchte. Genau. Wie hast du deine Reichweite auf TikTok aufgebaut? War das direkt mit Musik oder was hast du da gemacht? Auch Musik unter anderem. Also ein, zwei Songs gingen jetzt nicht krass gut durch, aber haben die Leute gefeiert. Die haben die Sounds benutzt. Aber hauptsächlich habe ich dort viel Comedy gemacht auch. Mhm. Also ich liebe es auch zu entertainen. Ich bin dann auch irgendwann live gegangen, habe mit Livestreams angefangen. Ich bin einer der Top-Streamer der letzten Jahre gewesen, auch in Deutschland. Ja, so kam das dann halt. Stark auf jeden Fall. Und wie hast du Mo Phoenix seine Musik aufgenommen und bist du damit aufgewachsen? Und ich habe viel von Mo Phoenix auf jeden Fall gehört, ne? Ja. Wäre gelogen, wenn nicht. Mhm. Allerdings habe ich halt immer mehr harten Rap gehört, aber seine Top-Songs und so etc. Also die halt an keine klar, die an jedem genau. So genau. Manche Features noch von ihm habe ich noch mitbekommen, dies, das, aber an sich immer top. Mhm. Immer top. Was können wir in Zukunft von dir erwarten, was so dein nächstes Projekt da aussetzt, das Musikvideo, was hier im wundervollen Autohaus abgedreht wird? Ich drehe jetzt die EP erstmal ab. Ja. Ich mache das, es wird eine EP. Mhm. Die EP machen wir fertig. Ab nächsten Song möchte ich mit vielen Singles kommen. Und so Gott möchte, versuche ich schon im nächsten Jahr sogar schon so weit zu sein, dass ich auf eine Tour gehe. Oh, und stark, warum nicht? Geil. Also mein Ziel war es schon immer, eine Tour zu haben. So eine geile, kleine, nice Tour. Ja. Das war schon immer mein Ziel. Deswegen bin ich auch eigentlich Musiker. Also das ich liebe ist überhaupt gar kein Problem. Ich liebe es zu performen. Ich liebe es. Gerade auf TikTok wird das kein Problem sein, die zu promoten. Wenn du jeden Tag, du bist eh jeden Tag live, wenn du die Tour jeden Tag promotest, safe. Jeden Tag in deinem Dings oben, du hast so diese Tafel, genau. Da mussten die Dings Tourdaten stehen. Wallah, da stehen die Tourdaten. Nicht vergessen, Leute, Dillo dann und dann da und da. Das prägt sich in den Köpfen der Leute ein. Wallah. Ja, ja. Nee, diesen Winter gehen wir noch auf TikTok Gas auch. Genau. Reichweite nochmal komplett aufbauen, nochmal alle Follower wach kriegen. Und dann sehr wichtig, ja. Ab nächstes Jahr. Voll Gas. Sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Dillo, ich wünsche auch viel, viel Glück in deiner Karriere und wir werden uns zum späteren Zeitpunkt mal treffen. Sehr gerne. Jetzt auf jeden Fall nochmal Mo Phoenix. Dich entlassen wir. Ich danke dir. Wir sehen uns, Bro. Dreht euer Musikvideo, wir wollen das nicht unterbrechen. Bis gleich, Bruder. Der Palmer hat damals immer gesagt, hör auf, dich mit dem und dem und dem gut zu machen. Der wird dir, sobald deine Zahlen runtergehen, nicht mal mehr zurückschreiben. Noch so ein bisschen Menschlichkeit in sich haben. Verzeiht als allererstes euren Mitmenschen. Wie geht's eigentlich deinem Kater? Tsunami. Moist sein Kater, meinst du? Ihm geht's wundervoll. Also erstmal, wie kam es dazu, dass du jetzt quasi die Katze von Mois hast? Ich muss sagen, mit Casey hat es übertrieben Spaß gemacht. Mit all den Jungs hat es Spaß gemacht. Also es gibt keinen, mit dem es irgendwie weniger Spaß gemacht hat zu arbeiten. Ich finde es nur schade, wie es irgendwie seinen Lauf genommen hat. Wie jeder irgendwie immer noch so trotzdem sauer auf dem anderen ist. Ich habe es mir nie ausgesucht. Ich war einfach irgendwann Sänger. Dann hat mich Manuel entdeckt. Du kommst jetzt mit hierhin. Mhm. Geil. Dann hat er mich hier vorgestellt, der wollte dann eine Hook von mir da, dann wollte der von mir dies und ich habe dann parat hier gehabt und parat da und irgendwann war ich da und irgendwann war ich wieder weg. Und deswegen möchte ich auch, dass er versteht, ich möchte, dass er das versteht, dass diese Entscheidung, die ich im Nachhinein getroffen habe, auf Missverständnissen basiert. Ja, Mo Phoenix ist bekannt durch geklaute Songs. Die Leute wissen aber nicht, dass ich 2012 schon mit Casey abgerissen habe, so, wo kein Song gecovert war. Weil wir wissen nicht, wo wir den positionieren sollen. Auf einmal war für mich die Shisha-Playlist da. Hat mir dann das Team damals gesagt, die haben für dich diese Shisha-Playlist erstellt und habe dann 7-8 Mal hintereinander dieses Cover gekriegt, auch mit den nächsten Releases. Und heutzutage kriegst du gar kein Cover mehr. Zucker weglassen und diese ganzen Sachen. Weil ich war eh gezwungen, jetzt Gluten wegzulassen. Und ich hatte es eh immer so schwierig mit Verzichten.
TV Straßensound.